Straßenbahn- und Eisenbahnclub, ist 50 Jahre alt. In diesen Tagen, vor 50 Jahren, war das Gründerdatum. Genauer gesagt, gab es einen Herrn Kurander, seines Zeichens Bediensteter der Versicherungsanstalt der Eisenbahner, der bereits 1970 Gedanken hegte, einen Verein für Eisenbahnfreunde zu gründen. Und genauer gesagt war es der 10. September 1970, wo er eine Sonderfahrt veranstaltete mit 25 Personen und danach immer wieder über diese Gründung nachdachte. Und am 21. März 1972 veranstaltete er eine Sonderfahrt genau auf den gleichen Spuren und Gleisen, die wir heute gefahren sind, die wir heute nach 50 Jahren nachgestellt haben. Und weil die so gut gelungen ist, hat er dann am 21. März 1972 den Antrag gestellt in der Versicherungsanstalt, um eine Sektion zu gründen für Eisenbahn- und Straßenbahnfreunde. Das Gelände hier in Strasshof mit 16 Hektar, 11 Kilometer Gleisanlagen, wo es heute 400 Fahrzeuge gibt. Und ich will jetzt gar nicht aufzählen, was da jetzt alles betriebsfähig ist und nicht und so weiter. Auf jeden Fall, glaube ich, dürfen wir sagen, wir sind sicherlich einer der größten und wahrscheinlich auch reichsten, reich nicht in Form von Geld, aber reich an Wissen von Österreich oder wahrscheinlich auch von ganz Europa. Wir beherbergen hier auch die österreichische Sammlung, die sicherlich eine der wertvollsten Sammlungen der ganzen Welt ist. Und um das alles zu erreichen, möchte ich mich jetzt ganz herzlich bei unseren Mitgliedern und vor allem bei den Mitarbeitern bedanken, weil ohne denen wäre das alles nicht möglich gewesen. Und ich möchte mich auch bei der Gemeinde Strasshof bedanken. Sie ist ja nicht nur unsere Heimatgemeinde, sondern sie unterstützt uns auch immer wieder mit Rat und Tat und was sie halt kann. Und ich glaube, gerade diese Denkmal-Lok ist auch ein Ausdruck dafür. Denn was liegt näher dran, als das Wahrzeichen von Strasshof hier im Eisenbahnmuseum zu restaurieren? Und das war nicht immer selbstverständlich. Vor etlichen Jahren hätte es sicherlich noch eine andere Firma gemacht. Auch dafür danke ich Ihnen, Herr Bürgermeister, recht herzlich, dass wir diese Gelegenheit bekommen haben. Und ich hoffe ganz stark, dass wir sie nutzen konnten und auch dementsprechend unsere Arbeit geleistet haben. Vielen Dank an alle und ich möchte mich schon jetzt für die nächsten 50 Jahre bedanken, in der Hoffnung, dass es mindestens so weitergeht wie in den ersten 50 Jahren und dass es dann auch noch den Öse geben wird, der hier das Eisenbahnmuseum Strasshof betreibt. Danke. Ja, wir stehen jetzt vor der total neu renovierten Lok. Wie geht es jetzt weiter? Ja, das Eisenbahnmuseum hat ja im Herbst diese Lok bekommen, hat sie jetzt restauriert und hergerichtet. Und ab Montag soll sie von einem Spezialunternehmen wieder verladen werden auf Tieflader und dann am Dienstagvormittag wieder zum ursprünglichen Standort zurückgebracht werden und dort dann in diese Überdachung hineinversetzt werden. Das ist jetzt ein, kann man sagen, fast für die Ewigkeit eingesetzt. Das ist für die Ewigkeit hoffentlich. Es war das Problem, diese Lok ist ja Baujahr 1941, ist 1978 nach Strasshof gekommen, aus Wahrzeichen der Gemeinde im Wesentlichen, weil Strasshof ja durch die Eisenbahn entstanden ist und ist immer im Freien gestanden. Und es war die Überlegung, das Wasser, das von oben eindringt, ist das Schädlichste. Das Schlagregen, seitliche Wasser ist nicht so schädlich. Und wir haben uns gedacht, irgendeine Überdachung zu bauen. Und der Hintergedanke dieser Überdachung war, wenn man heute Kleinbahnen kauft, sind sie in einer Schachtel, die so Rahmen rundherum haben. Und genau so ein Rahmen soll diese Schachtel darstellen, die im oberen Bereich mittlerweile fertig ist. Unten fehlen noch die Verbindungsplatten. Wenn die Lok dann drinnen steht, wird das dann dementsprechend fertig gemacht. Jetzt kann man sagen, das Projekt Lok ist eigentlich im Zuge der Landesausstellung.
Richtig. Im Zuge der Landesausstellung wurden die Gemeinden gebeten, hier sich Projekte zu überlegen. Wir haben uns überlegt, hier diese Lok zu restaurieren, eine Überdachung zu bauen. Das wurde in einem Projekt auch genehmigt vom Land und haben hier auch Fördergelder in der Höhe von 136.000 Euro bekommen für diese Überdachung. Bei der Restaurierung der Lok hat sich auch die ÖBB daran beteiligt und hat hier einen namhaften Betrag mitfinanziert. Und gemeinsam ist es jetzt hier gelungen, diese Überdachung zu bauen und die Restaurierung fertigzustellen. Das heißt, Dienstag wird dieses Prachtstück, das 44 Tonnen Prachtstück, wieder an seinen angestammten Platz zurückkommen. Am Dienstag kommt es auf seinen angestammten Platz zurück. Das wird ja zerlegt. Der Tender kann ja abgekuppelt werden und in diesen beiden Teilen kommt es wieder zurück. In der Überdachung ist dann natürlich auch eine Beleuchtung drinnen, Scheinwerfer und LED-Lampen, die hier dann das gesamte Ensemble wiedergeben werden, dass auch in der Nacht hier diese Lok zum Geltung kommt und auch die Überdachung ist mit einigen Scheinwerfern versehen worden, sodass das hier, glaube ich, in Zukunft dann auch in den Abendstunden und in der Nacht ein stimmiges Bild gibt. Und zum Verweilen einlädt. Ne? Zum Verweilen einlädt. Es ist ja auch das Welcome Center, das anlässlich der Landesausstellung ja hier mehrere Gemeinden auch angeschafft haben, in unmittelbarer Nähe aufgestellt worden. Und der ursprüngliche Platz wird jetzt dann fertig gemacht. Es kommen neue Hecken Richtung Rodelberg. Es wird die Wiese hergerichtet. Es gibt einige gärtnerische Gestaltung. Es wird eine Tafel versetzt werden, sodass das Ganze dann in einigen Wochen hoffentlich fix und fertig ist. Wunderbar, dann sage ich schon Danke. Dankeschön. Danke. Kaiserin Elisabeth-Bahn, ja, die ist von Wien nach Salzburg gefahren, damit die Kaiserin nach Bad Ischl hat können. Ja. Und Höchstgeschwindigkeit 35 km/h, was für die damalige Zeit absolut sensationell war. Ja, weil die Konkurrenz war die Pferdekutsche. Ja, und die 35 km/h konstante Geschwindigkeit gefahren, da hat die Pferdekutsche nicht wirklich mitgenommen. Ja. Ja, vielleicht kurzfristig. Kurzfristig, auf der Autobahn eventuell. Ja. Ganz genau. Und als nächstes werden wir die 55, also die zweite, die werden wir heuer im Sommer aufarbeiten. Also abschleifen und so schön machen wie die 52er. Die zweite, ja, die zweite. Und ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, dort dahinter steht eine frisch lackierte Lok. Ja, das habe ich gesehen. Genau, die haben wir 2019 gemacht, ja, 2019 aufgearbeitet. Da steht viel, wenn man dann was zum Herrichten sagt. Ja, ja, wir haben großen Arbeitsvorrat. Fahrt vielleicht doch nicht. Ja, fahrt vielleicht nicht. TV 21 Austria. Einfach anders.